Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der ÜEi-Kanal. Mein Name ist Gunnar und wie ihr schon sehen könnt, habe ich euch wieder etwas mitgebracht. Heute haben wir nämlich so einen Viererpack Kinderüberraschungseier. Und nein, das sind nicht irgendwelche Überraschungseier. Die sind nämlich von dem Film Kung Fu Panda 3, welcher ja mittlerweile schon so ein bisschen älter ist, ich weiß. Ist aber gar nicht so schlimm. Ich bin trotzdem super mega interessiert daran und schon so gespannt, was wohl hier drin ist. Also los geht's. Ihr habt sicher schon gesehen, ich habe auch heute wieder einen Assistenten dabei. Ich habe heute dabei nämlich das Krümelmonster. Gemeinsam mit Krümelmonster werde ich jetzt hier das Ganze schon mal aufmachen. Das sind also wie immer unsere vier Überraschungseier. Und wir schauen mal, was sich hier drinnen so versteckt. Ihr könnt es vielleicht schon sehen, auf der Verpackung steht, wie meistens, dass hier zwei Figuren garantiert sind. Es sollten also zwei Figuren aus dem Film Kung Fu Panda hier drinnen sein. Und welche Figuren das genau sind und was wir sonst noch darüber hinaus bekommen, das möchte ich jetzt mit euch gemeinsam herausfinden. Leute, los geht's. Ich wickel schon mal das erste Überraschungsei aus. Und ihr seht, das ist die Schokolade, die ich natürlich nachher Krümelmonster geben werde. Auch wenn es kein Keks ist. Nein, der mag auch Schokolade. Und wir schauen mal, was sich hier drin verbirgt. Oh, das sieht nicht nach einer Figur von Kung Fu Panda aus. Nein, das ist was ganz anderes. Das ist nämlich so ein kleiner orangener Roboter. Den gibt es nämlich schon relativ lange hier in diesen Überraschungseiern. Die haben wir schon relativ oft gehabt, auch in den vergangenen Jahren schon mit älteren Überraschungseiern. Wenn ihr regelmäßig meine Videos schaut, dann kennt ihr das ganz bestimmt. Und dann wisst ihr auch, dass ich diese Figur nicht so sehr mag. Nö, die kriege ich nämlich immer nicht richtig zusammengebaut. Beziehungsweise ich mache da immer was falsch. Was aber mega süß und mega toll ist, sind diese nämlich diese Aufkleber hier, was die Gesichter nämlich sind. Man kann hier so verschiedene Gesichter auf den Kopf draufkleben. Das kommt hier vorne so drauf. Genau, hätte man also auch was anderes draufkleben können. Ist ein bisschen schief draufgeklebt. Ist aber auch gar nicht so schlimm. Und dann kommt unter den Kopf natürlich noch ein Körper, der hier so ein bisschen zusammengesteckt wird, ganz einfach. So, und dann mache ich den Kopf jetzt hier mal irgendwie oben drauf. Ich glaube, ich habe da schon wieder was falsch gemacht. Ist aber auch gar nicht so schlimm. Sieht auf jeden Fall aus wie ein kleiner orangener Roboter mit einem lustigen Gesicht. Also von daher gar nicht mal so schlecht, auch wenn ich es, glaube ich, nicht ganz richtig zusammengebaut habe, oder? Okay, Leute, was meint ihr? Krümelmonster schlägt vor, dass wir dieses Überraschungsei als nächstes öffnen. Und dann machen wir das auch, denn hier könnte nämlich schon unsere erste Figur von Kung Fu Panda drinne sein. Wenn nicht, ist es auch gar nicht so schlimm, denn auch die anderen Spielzeuge sind natürlich super interessant und ich möchte wie immer natürlich wissen, was sich da drinne so verbirgt. Also los geht's. Schokolade kommt wie immer beiseite, die heben wir uns für später auf und wir gehen direkt weiter zum Spielzeug. Und schaut mal, das ist definitiv eine Figur aus dem Film Kung Fu Panda. Genau, also wenn ihr den Film Kung Fu Panda gesehen habt, dann wisst ihr, dass das hier Mr. Tigris, glaube ich, ist. Ja? Der Tiger. Meister Tigris, genau. So sieht das Ganze aus. Und wenn man das umdreht, kann man sehen, das sind also die verschiedenen Figuren, die man hier so bekommen kann. Und wir haben Tigris. Der wird ganz einfach zusammengesteckt. Der muss ja nur sozusagen mit dem Schwanz hier rangesteckt werden. So. Und dann dreht er hier sich so ein bisschen im Kreise, wie so ein Wirbelwind. Da kann wahrscheinlich gut Kung Fu. Ich weiß nicht, habt ihr mal Kung Fu gemacht oder irgendeine Kampfsportart? Das könnt ihr mir auch mal unten in die Kommentare schreiben. Außerdem möchte ich wie immer natürlich wissen, wer von euch den Film Kung Fu Panda 3 gesehen hat. Der Film ist ja mittlerweile wirklich schon älter. Ich glaube, den haben viele von euch gesehen. Schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin gespannt über eure Meinung. Und in der Zwischenzeit werde ich gemeinsam mit dem Krümelmonster jetzt mal das dritte Überraschungsei öffnen. Und dann schauen wir mal, ob wir vielleicht wieder eine Figur von dem Film Kung Fu Panda bekommen. So, das sieht schon vielversprechend aus, aber nein, im ersten Moment dachte ich, das ist ein Panda. Aber wenn man genau hinschaut, das ist kein Panda, das ist was anderes. Das sieht aus wie so ein kleiner Koala-Bär oder ähnliches. Genau genommen sind das zwei Bären, ein großer Bär und ein kleiner Bär, also wahrscheinlich wieder Mama mit Kind. Auf jeden Fall mega süß, mega interessant. Ich zeige euch das mal so ein bisschen von allen Seiten, dass ihr das schön sehen könnt. Also gefällt mir richtig gut. Ich glaube, das Kleine kann man hier irgendwie so draufstecken. Ich weiß noch nicht so richtig wie. Ich setze das mal oben auf den Kopf drauf. Oder auch nicht.
Also mega süß, mega interessant, aber wir wollen natürlich die Kung Fu Panda Figuren und in diesem letzten und vierten Überraschungsei für heute, da sollte jetzt natürlich wie immer noch ein weiteres, ja eine weitere Figur, ein weiteres Spielzeug von Kung Fu Panda drinne sein. Und welches genau, das werde ich mit euch gemeinsam jetzt ganz schnell herausfinden. Das sieht aus wie Kai. Das könnte doch Kai sein, oder? Nein, ihr kennt bestimmt die Namen von den Filmen alle noch. Die Namen der Figuren. Genau, das ist Kai von Kung Fu Panda. Sieht auf jeden Fall mega witzig, mega interessant aus. Und hier hinten drauf könnt ihr nochmal sehen, hier links oben, das ist Kai. Und ja, den müssen wir zusammenbauen. Und ich kann mich erinnern, den haben wir schon mal gehabt in einem anderen Kung Fu Panda Überraschungsei. Und damals war es ziemlich schwierig zusammenzubauen. Also drücken wir mal die Daumen, dass das heute ein bisschen einfacher ist. Na, ich glaube, es sieht schon gut aus. So, der hat irgendwie so ein Geweih hier oben auf dem Kopf. Und naja, es kommt noch so ein Unterleib, ein Unterkörper sozusagen dran. Der braucht natürlich auch einen Bauch und Beine. Ja, ich glaube, so ganz richtig ist das auch nicht zusammengesteckt. Ist aber auch gar nicht so schlimm. Die Figur gefällt mir auf jeden Fall auch so megamäßig gut, oder? Also Leute, was war eure Lieblingsfigur bisher? Mir haben diese beiden von Kung Fu Panda gut gefallen. Meister Tigris ist, glaube ich, meine Lieblingsfigur. Aber wie ist es mit euch? Schreibt es mir in die Kommentare, was ist euer Lieblingsspielzeug? Und in der Zwischenzeit zeige ich euch nochmal diese Box. Und wenn man das Ganze umdreht, kann man sehen die verschiedenen Figuren. Wir haben Kai und wir haben auch hier unten Meister Tigris. So, gibt auch noch andere Figuren. Ich habe auch noch mehr von diesen Boxen, die ich in Zukunft hier öffnen werde. Wenn euch das interessiert, dann ja, vergesst nicht, den UI-Kanal zu abonnieren, denn wir sehen uns das nächste Mal hier alle gemeinsam wieder, wenn wir wieder Überraschungseier, Blindbags und anderes Spielzeug auspacken. Also bis dahin. Tschüss!